Herzlich willkommen zum Angespielt von Forspoken. Musik ist schon mal nice. Nehmen wir die Voreinstellungen. Wofür es sich lohnt zu kämpfen. Paddy! Wie Familie. Sag mal, ob laut genug ist, bitte. Wie Werte. Oder Heimat. Frank, hi. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Tobi. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Weil dann bin ich ja auch zu laut. Den Vorsitz im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Alfred Holland. Ist besser, ne? Klage lautet versuchter Großdiebstahl. Zillei. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Ist gut. Nein. Besser? Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Kann noch mehr. Das linke Dokument lesen, das... Oh nein, schon interaktiv. Highschool-Programm. Ich lese das linke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht viel von dem Spiel gehört, gesehen, gelesen. Nur, dass die Kritiken durchwachsen sind. Das habe ich lange nicht gesehen. Achso, ich muss eh alles lesen, lol. Ein Dezibel mehr ist eine Verdopplung. Achso, echt? Ist zu laut? Okay. Nicht meine beste Seite. Ich habe keine Ahnung. Ist es so? Mir passt. Ich bin jetzt auf 17 vor Schreck zurück. Itzele, danke fürs Mana. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Passt, eben war gut. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Also wenn ich mir so Videos angucke, finde ich es meistens echt zu leise. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. 120? Danke. Sie werden es nicht bereuen. Polizist erzählt, der guckt, ob Motorräder zu laut sind. Okay. Nicht so milde. Kapiert? Gut. Qualität passt. Grafik sieht ganz gut aus, ne? Kannst gehen. Weiß auch nicht genau, was die Kritikpunkte jetzt so waren. Ich glaube, die Open World war irgendwie so ein bisschen kritisiert worden. Oder war das jetzt bei Hogwarts? Ray. Einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Ja, das ist halt immer das Leid bei Storygames. Darfst du halt nicht so viel quatschen, musst viel zuhören. Viele gucken nicht zu, weil sie sich gespoilert fühlen. Doofe FIFA ist eigentlich immer am besten zum Streamen. Ich weiß nur, dass sie irgendwann in der Fantasy-Welt verschwindet, ne? Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Einfach umbringen. Oh, Weihnachten. Guck mal, es sieht aus wie bei Spider-Man. Hey, hallo
Sie! Ihr Handy! Du liebe Zeit! Danke Ihnen vielmals! Schon okay. Passiert jedem mal. Voll die gute Tat. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause. Ah, Paddys Katze! Braucht ihr Futter? Paddy, dein Spiel! Freies Abenteuer, ein ganz normaler Tag. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter dem Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Als wenn wir nicht schon genug Aufgaben hatten. Werfen wir einen Blick darauf. Notizbuch öffnen, Pad drücken. Okay, Kapitel 1, bla bla bla. Kehre in deine Wohnung zurück. Okay. Das aktuelle Aufgabe festlegen. Und zurück. Ich muss schleunigst nach Hause. Okay, dann zeigt sie die Map gleich an, Kamera. Im Performance-Modus. Wir sind jetzt nicht im Raytracing-Modus und auch nicht im 4K-Modus. Aber dafür im Performance. Also schwenkt ganz schön, ohne Ruckeln. Ohne Treppchenbildung. Und es zeigt mir an, wo mich die Quest hinführt. Hat so spontan was von Spider-Man, oder? Animation schaut auch ganz okay aus von ihr. Also habe ich schon Leute schlimmer rennen sehen. Das war eine Birma. In der Zwischenzeit bei Mirza und Laxi. Mirza hat keinen Totti gezogen. War nicht ganz so glücklich. Laxi hat Mortal Shell gespielt, war auch nicht so wirklich begeistert. Mortal Shell. Ich hasse diese Kälte. Oh, der Weitblick. Mortal Shell sagt man. Laxi spielt oft so komische Sachen. Es ist sogar... Jetzt kommt es von rechts. Es muss also aus dem Laden hier kommen. Das Spiel kommt ein bisschen zu spät. Sie definitiv im Dezember releasen müssen. Aber ein bisschen hat es was vom Kudamm auch. Also zumindest sieht hier die Open World aktiver aus. Das haben sie bei Harry Potter halt bemängelt, dass... Ja, die sitzen da alle so still rum in der Open World. Eine Schule mit 115-jährigen Kindern und keiner macht so Piep. Mischung aus Elden Ring und Dark Souls. Oh, okay. Division. Oh, Division war auch immer nice, ne? Habe ich auch nie so richtig zu Ende gespielt. So, ich muss immer noch weiterlaufen. Ah, Cutscene. Oh, oh. Hallo. Bye. Oh, oh. Das ist im Schnee, Lisa. Ne? Lisa? Division im Schnee war auch nice, ja. Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Oh! Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Alter! Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Oh, wie ist sie denn drauf? Tobi, danke fürs Mana. Paddy. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, Giggen. Giggen Chicken. Sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau.
Ich schieße ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, hey! Wie cool ist sie denn? Carbo, hey. Meine Boxershorts auch. Fliehe vor der Gang. Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich eigentlich. Mit L3 kannst du rennen, mit X springen. Okay, hier sieht die. Das Interieur ein bisschen trist aus. Oh, alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Wohin? Ich muss echt einen Ausweg finden. Ich weiß nicht wohin. Wo zum Geier steckst du, Frey? Okay, da sind sie. Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Ich bin gleich bei euch. Ich muss halt eben Moment kurz sprinten. Wann geben die endlich auf? Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Fast da. Wo ist sie hin? Hä? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott. Wir finden dich, Frey! Du bist tot! Ah, fuck! Sehen, was morgen kommt, so. Aber ich hab's nicht so angelegt, weil es einstellen kann man nicht enttäuscht werden. Ja, aber insgesamt schon wenig, wo man Drops sieht und hört, ne? Oh, Dreieck. Habe ich schon Schwein gehabt, glaube ich, mit meinem Kevin. Glaube auch nicht, dass da noch was zukommt. Sweet hell. Tief. Charaktere, Welt, Tutorials, Statistik. Archiv, Notizbuch, Archiv, okay. Welt, achso, da sind die ganzen Dinger, die ich gelesen habe, okay. Tutorials. Okay. Hast du noch was übersehen? Ah, da, warte. Flucht vor den Mitgliedern. Was ist das? Statistik. Verdientes Mana. Hey, ist ja wie bei Trovo. Sehr geil. Erlernte magische Effekte. Ist wie bei Harry Potter. Gesammelte Umhänge. Damit der Halsketten erlernte Nageldesign-Designs. Okay, also jede Menge Statistik. Finde Homer. Homer? Hundefutter? Nee, Katzenfutter. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich hab nichts anderes. Ist nicht Homer eher ein Hundename? Ich frag mich, wo Homer steckt. Weil du die Kamera nicht anhattest, ja. Im Schnitt muss man 2 bis 3K hinlegen. Echt Geld? Krass. Oma ist einer von den Simpsons, genau. Aber wenn ich ihn finden soll? Bin ich im Wunderland?
Ich will in das Fantasyland. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Aber ich glaube, Homer ist hier die Paddykatze. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Pass auf, das wird passieren. Aber sie muss doch Homer mitnehmen. Neuer Archiveintrag. Okay, müssen wir jetzt nicht jedes Mal öffnen. Charaktere. Blinkt was. Das sind all die Personen, denen wir begegnet sind. Okay. Meine treuen Treter. Smeed gönnt 5 Elixier. Dankeschön. Level 1, danke. Der alte Arena-Freak. Danke für Leon. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Die Teases haben wohl locker 500.000 verbraten, bis der zweite Totti kam. Den ersten musste nach einer Wette mit Gärmerwasser abstoßen. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Üble Sachen, die die da mal abziehen, oder? Oh, würde ich so kotzen. Ich müsste den Totti Kevin discarden. Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Das war kein Totti, oder? Ist so lange her, aber ihr vergesst auch nichts. Er konnte es aber wiederholen. Escape Plan, get in it, good. Ach doch, ja, eine Totti Erwähnung. Ja, ich bin zu alt für sowas. Ich darf sowas alles nicht mehr machen. Guck mal, hey, Paddy, da ist er. Da ist Homer. Komm, die sieht doch safe aus wie deine, oder? Was denn, juhu? Oh, tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Die sieht original aus wie Paddys Katze, ich schwör's. Ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Powerrune. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern. Dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Sollen das heißen? Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Korps, nie mehr kämpfen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Hast du aufgemacht? Sanchez, der 92er. Puh. Kann's kaum erwarten, von hier geht so. Eigentlich müsste ich in 7 Stunden arbeiten, aber hey, Corona hat mir noch frei mit den Kindern geschenkt. Jetzt hast du noch frei. Cool.
Ja, irgendwie haben wir so viel Packs aufgemacht und ich dachte, oh Gott, wann wirst du die ganzen Videos schneiden, aber irgendwie ist gar nichts, ne? Nur Scheiße gezogen und das Einzige, was ich. Einzige Pack, wo ich was ziehe, mache ich Offstream auf. Shit! Oh, was denn? Homer! Los, komm schon, ich zieh raus! Finde Homer. Erst muss ich Homer finden. Ey, die läuft so langsam. Homer! Na los, Kleine! Wo ist sie denn? Warum brennt es hier, da unten? Homer! Ach, ein Glück. Mach! Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Jetzt ist die Tasche zu. Musst du aber durch. Fuck, die Tasche! Ab durchs Fenster. Ihr miesen Wichser! Oh Gott. Die waren es echt. Wir haben dich. Found you. Übel. Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Sorry, Kleine. Was macht sie jetzt mit der Katze? In dem Pappkarton? Oh oh. Frey. Was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter. Das Fasrige. Mit Stückchen. Danke schön. Marcin Ro 7 gönnt 100 Elixier. Dankeschön. Bitte. Gott, jetzt gibt sie die Katze echt weg. Marcinio, Dankeschön für 100 Elixier. Level 2. Guck mal, es geht echt schnell, ne? 110. Danke. Elixier und wir haben Level 2. Was tust du da, Frey? Erinnerung, Level 2 gönnt immer einen Fünftel Sub für euch. Ich brauche Zeit, um. Ich kann dann Gott sei Dank auch nicht schlafen, aber halt positiv. Vielleicht. Tom, was für ein Game? Dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Forspoken. Neu erschienen, gestern oder heute, weiß nicht. Kam heute alles zusammen mit. Na, also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Mit Dead Space und so. Die waren denn das letztes Jahr bei Boomi mit der eigenen Kräuf, glaube ich. Der doppelt. Ja, ich glaube auch, das mit Kräufer. Es ist so ein, ja, ich weiß auch nicht, es ist so ein bisschen Open World. Das Mädel hier, siehst ja, ihr geht's nicht besonders. Irgendwas passiert mit ihr und sie landet irgendwann in so einer coolen Fantasy Open World. Wird zaubern und wichtig werden und ich hoffe, sie kommt dann zurück als krasse Magierin und wird diese böse Gang aufmischen. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Hab gesehen, du bist dann direkt. Du hast doch geschrieben, hoffentlich kommt dann noch Paddy und du. Ihr wolltet auf Trovo sein, dass Tom da ist, habt ihr gesagt. Dann dachte ich, naja, dann mach mal an. Freuen sich die zwei wenigstens.
Oder auch mehr. Was? Ich habe auch wieder nicht gesendet, ich Depp. Ich habe wieder keine Benachrichtigung ausgeschickt, Leute. Die Kamera ist da unten, ist eigentlich auch nicht so perfekt, ne? Ah. Oder ist es ein... Spoken. Das ist nicht so laut, halt. Warte mal. Mich doch die Kamera. Besser ein bisschen nach oben schieben, oder? Warte mal. Doch, haben wir vorhin kopiert, dachte ich. Ich glaube, da ist besser. Bei so einem Game ist immer besser. Was gut hat geschickt. Ach, der Discord. Ja, auch hier. Hier in dem. Meine 1800 Trovo verlor. Ist nichts rausgegangen. Ja, genau. Du wusstest nicht genau. Genau. Gleich rein da. Genau. Keine Watchtime verpassen. So. Was müssen wir jetzt machen? Wie kann ich denn springen? Nee, hier Leiter. Und was ist jetzt eben genau mit ihr passiert? Sie hatte ein Flashback oder so. Ah, Trovo Frank. Hab ich dich Trovo Frank? 5 Tage, 12 Stunden. Schönes Teil. Oh, das ist bestimmt Magic. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Oh Mann. Wow. Hier ist Magic. Massimo noch 7 Stunden mehr? Ihr Freaks. Danke fürs Mana. Erste Trophäe, yes! So mag ich das. Jetzt jede Stunde die nächste. Fortschritt speichern, ja. Ich habe Platz 1, okay. 3, genau. Naja, du chillst viel hier, glaube ich. Und Frank muss ja, hat ja oft Schicht. Okay, wir sind da, würde ich sagen. Im Land... Feen, Magier und Drachen. Ist das? Halt, stopp! Shit! Oh, nein! Oh, Gott! Portal ist weg. Komm schon! Armelf ist dran. Portal ist weg. Bisschen nach oben. Lasse den Raum. Kann ich eigentlich sprinten? Geht aber gerade nicht. Was ist bloß passiert?
Bin ich auf die Landschaft gespannt. Mann, jetzt sieht's wie Hechtsuppe. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Immortals Phoenix Rising. Das war ja mehr Comic-Look. Episch. Könnte aber schärfer sein. In Ethia. In Ethia? Nicht ganz deine Welt. Ich schwöre dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Das Armband kann sprechen. Cool. Heißer, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt so bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Tunk Kapitel 2. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wenn es auch wieder so ein riesen Open-World-Spiel ist. Zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Wann soll man das alles spielen, ey? Das muss ein Albtraum sein. Und Hogwarts wird auch so ein Riesending. Okay. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Synchronisation ist ganz gut gemacht, soweit. Das war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Okay. Ist mal falsche Richtung gegangen. Super. Aber es hätte ja was sein können. Hier oben liegt bestimmt was. Es gibt ja auch wieder Sammelobjekte. Ah, nee. Okay. Vielleicht ein bisschen zu früh im Game. Still. Was? Jetzt lernen wir bestimmt kämpfen. Oder zaubern. Oder was auch immer. Ist das ein verdammter Rache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Geil. Hobbit. Oder ist es Dragonflight? Katze? Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen.
Drachen essen? Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Ja, man fast immer dabei, wo du Last of Us stimmt. Das ist auch schon wieder eine Weile her, ne? Dabei ein Hut ab Smeet, der so viel Schichten und so weiter hat, immer dabei ist ein Mod und auch an alle anderen, die so viel Gutes tun. Nassinio, danke. Da freuen sie sich. Vergesst es immer, das Loben. Unterhaltung mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und mit Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle einfach ein Thema aus, um es anzusprechen, hey, okay? Ralf. Was genau wir bist sind du? Halt so eine Bande. Uns eint ein paar Hand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Ethia? Im Ernst? Das heißt, das ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf, Ralf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat. Ja. Ich muss immer an Marcel Ralf denken. Muss ich den jetzt alles fragen? Oder ist es optional? Sag mal, warst du schon so? So ein. Nein. Was weiß ich? Ich kann skippen, halbwegs. Den Tanten? Tante, die vier. Ich als Storygames-Hasser. Den Filmvenom? Nee. Der Name sagt mir was, aber. Den Film? Was um Himmels Willen hast du da in der. Nein, hörst du nach? Ich hab neben. Ich weiß was. Echt jetzt? Nein. Was? Es hat doch. Und wo? Irgendwo. Das hat es. Oh ja. Ich muss echt alles durchklickern hier. Ich will Action. Laufen. Ich kann nicht laufen. Jetzt. Wow. Scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Ralfs Kompass. Dieser goldene Schweif ist auch ein bisschen wie bei Harry Potter. Wenn du seine Hilfe brauchst, halte stark zurück, zeig die Richtung. Manchmal nicht verfügbar. Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Armberge. Das Land heißt Ethia? Jenun. Jenun? Aber du meintest. Ethia, großes Reich. Jenun, kleines Land. Jenun gehört zu Ethia. Komm, das haben wir jetzt auch verstanden, ne? New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Gibt's hier auch eine Map? Okay, Menü ist ziemlich intuitiv. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Wie habe ich das Gefühl? Also, das sieht in den Preview-Videos von Hogwarts echt so ein bisschen ähnlich vom Setting. So. Wie kommen wir da hoch? Wasser? Nee. Doch. Geräusch ist gut, aber ansonsten sieht das Wasser ein bisschen doof aus. Grafik auch teilweise ein bisschen grisselig. Aber liegt vielleicht am Performance-Modus. Ah, da ist ein okay. Tor. Nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht. Schau dir den Teaser-Video an.
Hier gibt es verdammte Drachen. Okay, Minum. Und, oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif. Ich rede mit einem verfickten Reif. Freue ich immer morgens, wenn ich schlecht Laune habe beim Aufstehen. Abends, wenn ich weiß, dass Streamabend ist und deine Stimme hören kann. Und Teil an der tollen Community, das macht dann gleich gute Laune. Echt? Ich werde immer wach und denke, scheiße, heute Abend musst du wieder streamen. Hey, na du kleines. Grafisch geht's, ne? Guck mal, voll verwaschen so. Jetzt der Anfang war so krass. Tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Wow. Die Haare sehen jetzt auch scheiße aus. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht drum rum. Siege das Monster. Wie denn? Angriffsmagie. R2, schneller magischer Angriff. R1, Menüangriffszauber. Was zum? Sprengschuss. Schildschuss. Generiert beim Aufladen ein Abwehrschild. Salvenschuss. Entsteht ein Strom aus Steinen. Sprengschuss. Wenn das nicht mal viel von Potter hat. War echt krisselig, ne? War ich das? Nun, ich war nicht. Das ist die Miezekatze. Du kennst das Spiel schon. Punk hat mich gespoilert. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die. Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur. Bei den Fingern, wie unscharf. Die Bäume sehen nicht scheiße aus. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du. Das sieht ja Woff besser aus. Tue ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich dann. Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh. Ich bin hier, ihr möchtegern Monster. Abwehr, wenn du mit den Schaden fertig und zu tun. Die Taufung der Eulen, auch Reifsmöglichkeiten sind begrenzt. Ich könnte ja auch wechseln. Okay. Okay, Salvenschuss auch gut. Erfahrungspunkte. Erfahrung in Bewegung, dann besiegst du Erfahrungspunkte, bla bla bla. Dann müssen wir Missionen abschließen, bla bla bla. Okay. War nicht mein Genre, das mit der Miezekatze, das ist von Looney Tunes. Es ist aber echt, sieht mir sehr nach Harry Potter aus, denn ist das auch nichts für dich, Hogwarts? Ich kann noch was anderes machen. Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Vielleicht kann man im Game... Nee. Ich glaube nicht, dass man den Modus ändern kann. Dann glaube ich, vielleicht jedes Mal, wenn man neu startet, das Spiel. Oh. Materialien sammeln. Das nehme ich mal mit. Bye bye. Oh. Der Zauber ist irgendwie geiler als der erste. Habe ich irgendwo begrenzte Ressourcen? Oder kann ich die Dinger endlos ballern? Ich sehe immer gar keinen. Das ist schon echt ein bisschen verwaschen. Weißt, wir gucken bei einem zu. Mein Genre hast du vorhin gestreamt. Jetzt machen wir es, auf du Lust hast. Naja, Lust. Du weißt ja, ich hasse ja eigentlich so Story-Games. Wobei das ja, glaube ich, nicht so richtig ein Story-Game ist. Wo sehe ich denn meine HP eigentlich? Da unten links.
Und wie heile ich mich jetzt? Die Monster lassen nichts fallen. Ja, ich bin halt immer, wenn sehe ich so ein Vorschauvideo und dann lese ich ja halbwegs Kritik, denke ich immer, geil, PS5. War sieht schick aus. Bisschen Fantasy, musste mal reingucken. Ach, haben wir gewonnen vorhin übrigens, Dankeschön. D326. Dabei dufte Heilpflanze. Hast du was im Inventar, ja, irgendwo? Guck mal, voll im Game, der Fragen. Voll dein Spiel. Ressourcen. Da ist es. Strahlstein, gewöhnliches Erz. Salbei, dass der Dinge hergestellt werden können. Salbei ist nicht Salbei auch bei. Craften wird was später kommen. Ist das nicht bei. Ja, du kannst dann halt hier scheinbar alles abbrennen, ne? So viel Zeit haben, Lebenszeit haben. Hier unten ist eine Kiste. Holy shit, da müssen wir natürlich hin. Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Und was heißt das nun genau? Ach, vergiss es. Kühl und warm gleichzeitig. Ja, aber wie unscharf das ist, regt mich gerade voll auf. Also, aber Harry Potter um einiges besser aus. Wilder Moschus. Ich finde hier irgendwie einen Kram. Minecraft. 10 Elixier. Dankeschön. Massinio, dankeschön. Minecraft. Das ist wie. Ich habe es auch mal gespielt, aber irgendwie nicht so auf Dauer ist es so nicht meins. Heiltränke und Trefferpunkte. Frei kann Heiltreffer benutzen. Wenn ihre Trefferpunkte auf 0 sinken, ist das Spiel vorbei. Aber vergiss nicht, rechts hier einen Trank zu nehmen. Brücke dazu. Steuerkreuz nach unten. Wo kann ich denn jetzt mal meinen Balken sehen? Nirgends so wirklich. Minecraft haben mich immer die Zombies in meiner schönen Höhle gemeuchelt. Wenn es nachts wurde, genau. Das war mal voll ätzend. Was ist da oben eigentlich Goldenes auf der Tannenspitze? Was? Ups. Wie ist denn sie darüber? Da hinten, das meine ich. Minecraft ist auf Dauer schwierig zu streamen, es sei denn, man lädt sich ständig neue Mods. Also richtig gute Minecraft-Streamer haben, glaube ich, immer gut Zuschauer, ne? Aber das sind dann wahrscheinlich welche mit neuen Mods. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Mit 9.7. oder 7.9. Da bin ich mir nicht so sicher. Stimmt, Montana habe ich auch neulich gesehen mit Minecraft. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruin. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Dann ist es 9. Juli. Ist richtig rumgeschrieben, ne? Ich dachte, wäre das US-Version bei den Chinesen. Reifskräften kannst du Gegner und Gegenstände in der Nähe orten, das ist praktisch. Und so was, wenn man sich in der nächsten Ecke steckt. Problem ist halt jetzt, wenn ich schon noch so ein Spiel anfange, weißt du? Weiß schon wieder die Steuerung von God of War nicht. Aber ich kann halt. Kann unmöglich ein Spiel wie God of War oder so im Livestream zu Ende spielen. Also ich bewundere jeden Streamer,
der dazu die Ruhe und die Nerven hat. Ich gucke dann halt immer. Sehe dann immer, dass so viele Leute nicht dabei sind, die halt immer bei FIFA dabei sind. Und denke dann immer, ich mache schon wieder alles falsch. Unterstützungszauber mit A1, A2. Fesseln. Jetzt heißt es zuschlagen. Sag bloß. Ach so, erst fesseln und dann den Salbenschuss. Ich finde das auch nicht so hübsch animiert jetzt, diese. Diese Kampf-Grafiken, es geht so. So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Aber ich weiß zumindest schon mal, worum es geht. Wenn ich es dann im Regal sehe, weiß ich, ach, das war das. Sehe das selber so wie beim. Wir sind im R3. Okay, wie man es kennt. Ach, der lädt noch auf rechts. Ah. Oh, der hat fett den oben einen Balken. Kann ich eigentlich Ausweichrolle oder so? Ich kann nichts bisher. Jetzt den Fesselzauber. Schubmagie, wenn du Angriffs- und Unterstützung einsetzt, wirst du deine Schubmagie nach und nach aufladen, sodass du schließlich einen besonders mächtigen Zauber mit L2 R2. Oh, dann kannst du damit alle Angreifer auf einen Schlag vernichten. Zum richtigen Zeitpunkt wählst. Okay, das war, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Alles klar. Heiltrank. Besser. Easy. FC Kreditkarte heißt Monte bei FIFA. Ist er nicht nach einer Woche gequittet? Trimax hat, glaube ich, aufgehört. Weil ihm die Glücksspielthematik von FIFA bewusst wurde und er sich gesorgt hat um seine jüngeren Zuschauer, um diese nicht möglichen Glücksspielgefahren auszusetzen. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu lernen. Du hast Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest es manchmal auch unterwegs. Neuen Zauber zu, halte X gedrückt, um ihn zu erlernen. Ermöglicht dir, rasend schnell zu bewegen und Parkour-Moves einzusetzen. Oh Gott. Zweite Trophäe. Das Spiel hat sich schon gelohnt. Aber ich sag mal so, ich ahne, dass es sehr viel von Harry Potter haben wird. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Und wem sollen wir dann glauben, nächste Woche dann auf Kick? Shit! Diesmal wäre es ratsam wegzulaufen. Okay. Ach was. Magischer Parcours. Live freigeschaltet. L gedrückt und Kreis, um es auszuprobieren.
Sieh dir diese Sprünge an! Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ich laufe wie der Wind und das ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Außenrum auch nicht so gut, oder? Komme ich die Wand hoch? Gar nicht. Vorsicht! Ich bin schon wieder zu doof. Okay. Ah, da. Schaff's trotzdem nicht. Ja. Kann man besser machen. B-Note war nicht so. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Kann nur Chat schreiben, wenn man Abo hat. Ja, aber. Totenstill. Bei den Großen musst du schon machen. Bei Eli ist ja auch mal nur Sub-Only-Chat, aber. Da rattert der Chat ja trotzdem. Schuh bräuchte ja auch, muss noch durch halb Magdeburg. Wieso? Was ist mit deinem Auto? Und vor allen Dingen, warum halt nachts? Diese Markierungen werden auch außerhalb am Bildschirm angezeigt. Öffne das Hauptmenü, wähle Karte. Aha. Karte. Oh Gott. Magischer Baku erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden, hohe Gebäude in Sekunden zu erklimmen. Ah, es kommen noch so ein Spider-Man-Fähigkeiten echt dazu. Oder so ein bisschen Assassin's Creed auch. Ist denn echt gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, öffentlichere Gefilde aufzusuchen. Hoffentlich. Wenn du nichts gegen den Gegner überrumpelst, gelingt dir manchmal ein besonders starker kritischer Angriff. Clever und Dann werden sie wenigstens noch am Leben. Da ist schon wieder, was. Das ist unsere Chance. Nee, ich will doch die meucheln. Wieso habe ich denn jetzt nicht mehr meinen... Ach, ich muss R2 drücken. Dann verbreite hier keine Panik. Genau, wir wollen noch Erfahrungspunkte mitnehmen. Nee, so hoch kommst du nicht. Also so ein Double Jump. Oh shit. Dann fällt sie wieder runter? Oh nee. Zu früh! Sag bloß! Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Nach der Firmenfeier. Ah, sehr gut. Wieso macht ihr denn die dienstags? Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer. Ja, von Sonic hat es auch ein bisschen was. Der Bruch, die Welt in der Freiheit gestanden ist, auf den ersten Blick menschenleer, Gebäude liegen drüber, aber so ein Feuertauch, das hätte man für diese Ursache dieser Provinz entscheidend der Bruch, okay. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß, irgendwo vielleicht. Gott.
und Sachen lesen. Kann ich die nicht aufsammeln? Kann man nur einmal aufsammeln? Aber ich wundere mich, weil sich so viele Leute einen Arsch auf Harry Potter freuen. Und das wird ziemlich ähnlich so sein. Sorry, mir fällt gerade das ein, und zwar wegen Watchtime. Du hast es immer bei Twitch gestreamt, nicht hier? Last of Us? Stimmt. Klingt nach Ärger. Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Okay, Bettchen füllt die Balken wieder auf. Warum leuchten die da immer noch? Kann ich aber nicht aufheben. Ach, Heiltränke. Ich trage bereits 6 von 6. Jo, ist ein Argument. Machen das unter der Woche, weil dann andere Restaurants kommen müssen, um die Schicht abzudecken. Am Wochenende deutlich mehr Leute. Ah, stimmt, macht Sinn. Ist dieser Bruchschild daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt, lauf weg, solange du noch kannst. Wirkt doch so, wird so blass irgendwie, ne? Nicht die Farbintensität geht so raus. Damit es nicht noch unscharfer wird. Also wenn du ein Spiel wie God of War gespielt hast, dann ausweichen im magischen Parcours. Drück im richtigen Moment Kreis, um schnell aus dem Weg zu gehen. Kreis drücken, Kreis schnell aus dem Weg zu gehen. Du machst das gut, weiter so. Pass gut auf, dass ich keine Kratzer abbekomme. Lass dich nicht zerstampfen. Oh, komm schon! Vorsicht! Sieht aus, als würde er gleich zubeißen. Hast du was gesagt? Oh, Fläschchen. Das hat wehgetan. Keine Zeit für eine Pause. Bleib in Bewegung. Ist denn dieses lila Ding in der Mitte voll oder kann ich das schon, wenn dieses anfällig leuchtet? Jetzt kann ich's. Moment, warum geht's nicht? Mann, beide. Ich glaube, es zeigt endlich Wirkung. Ah, ich habe L1, R1 statt L2, R2 gemacht.
Unabwehrbar, Angriffe sind noch tödlicher. Du merkst deinen Gegner an, vorbereitet musst du hinter Objekten Schutz suchen. Okay, haben wir gemacht. Okay, das ist übel. Echt übel. Deckung. Bin ich doch. Okay. Da, das muss eine Schwachstelle sein. Er hat eine Schwachstelle. Ist ja wie Elden Ring, Alter. Du stirbst schon nicht. Außer natürlich, du wirst getroffen. Soll mir das gut machen, oder was? Oh, die Stände ausweichen. Na los, stirb schon endlich. Ich fürchte, unser kaltblütiger Freund ist immer noch bei bester Gesundheit. Bereit? Das hilft nicht viel. So, oh, Versteck. Oh, Alter. Uah. Scheiße. Danke, Massinio. Zweiter Sieg. Oh. Bringt das überhaupt irgendwas? Ich glaube schon. Mach nur so weiter. Ich habe immerhin noch drei Heiltränke. Hier ist noch eine Mauer. Und einfach ein bisschen weit weg. Aber guck mal, zwei Drittel schon fast weg. Warum schießt sie jetzt nicht? Hinter die Mauer. Ahne die Aktionen des Gegners voraus. Da ist gar keine Mauer. Doch, hier ist sie. Scheiße. Ah, hier ist aber viel Welpenschutz bei dem Boss. Alter, wie viel Schaden wir schon gekriegt haben. Jetzt können wir das Dicke nochmal machen. Muss ich wohl eher machen, wenn wir an ihm dran stehen, ne? Alles klar. Du stirbst schon nicht. Außer natürlich, du bist getroffen. Und ab soll mir das Blut machen, oder was? Ha! Oh. Wir haben ihn aber nicht gekillt, oder? Zweite Sieg, der Slick, hi. Einfach haben wir die Blackie besiegt. Ach Gott, es tut mir leid. Wir haben aber nicht viel gemacht, wirklich. Oder? Ich glaube, es waren 10, es war ein Gears. Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also. Und hallo erstmal. Moin, ja, grüß dich. Was muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich da einfach hinein. Toll, so ein langer Kampf. Keine Trophäe, kein Loot. Stopp. Ah, wichtig. Heiltränke auffüllen. Und sie doch nicht hoch. Oh. Okay. Alter, das Vieh hat nicht mal einen Kratzer. Geht's jetzt weiter? Abrollen. Wenn du magischen Parkour findest, während du ein. Statt mir einen Schreienschutz zur Seite, man halte zuerst R2, dann L2 und dann L. R2, L2 halten.
Dann L und Kreis, haben die einen Knall? Hier werden wir keinen Schutz finden. Hier ist der Drache nicht in Versuchung, der Lichtkreis wieder mit seinem Todesstrahl zu machen. Ach, hier bleibt echt nichts erspart. Was zum? Wo ist er hin? Weit, weit weg, hoffentlich. Ich sehe gar nichts. Da hinten. Frey, du musst dich direkt vor ihn stellen. Sofort! Was? Direkt vor ihm? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Winkel. Vertrau mir. Ich hab's nicht geschafft, zu spät. Jawohl. Zeig der Bestie, dass mit einer Armdage nicht zu spaßen ist. Und weg ist er. Bleib wachsam. Nicht nach, wo der nächste Angriff war. Gottes Willen. Ich glaube, das ist nicht mein Spiel. Genau, wir zähmen ihn einfach. Fuck, 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 fuck. Du weißt, dass es kein Entkommen gibt, oder? Genau, er will nur spielen. Musik ist schön. Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Dir gut? Ich glaube schon. Quatsch. Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Warum hat er uns jetzt einfach... Also erstens, warum nimmt er uns hoch? Killt uns nicht? Zweitens, warum lässt er uns jetzt fallen? Weiß nicht. Schwierig. Schön, dass du es mal macht es echt leicht. Lese-Epilepsie, weißt du? Also sowas wie Leserechtschreibschwäche. Weißt du, ihr lesen muss ich, was ich soll ich sagen? Stress, Aufregung, Schlafmangel sind auch ein Faktor. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich fit ausgelaufen bin, dann ist alles gut. Deshalb freue ich mich immer, wenn du on bist. Deine Stimme beruhigt mich. Ja, ich habe irgendwie immer eine Dauermüdigkeit. Irgendwie. Wie geht's euch? Es liegt gut soweit. Hoffe dir auch. Slick gehört ja zum Inventar hier von Trovo, ne? War trotzdem länger nicht gesehen. Hat jemand im Pokéball, ja. Schwinden immer mehr hier, ne? Akluma, habe ich jetzt gehört, ist weg. Und Ratzfatz will nun auch gehen und so. Ey. Komisch. So komisch nicht, verstehe das ja. Trovo macht ja momentan nicht viel Gutes für die Deutschen, aber schade. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben es geschafft. Kommt sie vom Regen in die Traufe vielleicht? Hey, was? Okay. Los, Monster! Hey, du Sack von wegen, Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Du Troll! Okay, mach ich. Geht, man lebt. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Man muss, ne? Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Stimmt, wir haben jetzt Trolli-Mode. So genau will ich es gar nicht wissen. Ist das auch eigentlich? Weiter schurken! Ach, war ja klar. Ein Gericht. Stimmt. Hab's auch. Jetzt hat's wieder was von Assassin's Creed. Lass mich los!
Aber ich sag mal so, wir sind ja immer noch im Intro. Dafür ist es schon ganz cool gemacht. Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Schon wieder vor Gericht. Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren. Schmiedet sie Kabale mit Dämonen? Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsvorbild... Kabale und Liebe. Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann! So seltsame Kleider... Massimo, danke schön. Herz Kitchen. Danke schön. Hört ihr? Sie ist des Teufels. Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junun unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet? Ja, genau, Alter. Völlig klar. Sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich. Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Helferin und Heilerin. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hinein. 40 bis 60 Stunden, ey. Es wird in deinen Adern brennen. Ich denke schon wieder, was müsste ich noch für Daily-Quests bei WoW machen, ja? Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneinig. Aber diese Woche bin ich bei Squad Battles, glaube ich, ganz gut. Ich bin schon bei 34 oder so. Ist das gut? Aber lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. What? Bringt sie in den Turm von Binoy. Bitte, Ratsfrau Billett, das Urteil ist zu harsch. Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Binoy? Was ist denn das bitte? Bitte! Was? Auf keinen Fall lasse ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffe weg, Arschloch! Nein! Mein Gott. Dritte Trophäe, so mag ich das. So alle halbe Stunde eine Trophäe, dafür gibt es ein Stück Schokolade. Edeka mit 72% Kakao. Macht gar nicht dick. Weil voll dunkle Schokolade und so. Voll gesund. Genau, wollte doch gerade sagen, gibt doch hier so ein cooles Trophy-Emote, ne, Frank? Ja. Ah ja, ich ja. Speichern, ja, Mann. Wollen wir noch weiterspielen? Oder wollt ihr lieber reden? Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, wie viele Kapitel gibt es, wenn wir jetzt schon im dritten sind. Wof? Wie? Lieber Wof spielen? So schlimm das Game? Echt? Aufstehen. Dann haben wir dann angefangen. Da steht's ja. 1 Stunde 19. Ja, wenn ich so eine Stunde mache. Du hast gerade gesagt, du musst noch. Ich muss nicht, aber wenn ich jetzt hier nicht spielen und streamen würde mit euch, würde ich wahrscheinlich meine Dailies machen, ja. Das Game ist nicht schlimm. Machen wir noch ein bisschen. Bis 2 Stunden kann ich nämlich hochlehnen. Dann haben wir noch einen. Nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Dann mache ich ein angespielt Video für Facebook und YouTube. Das ist nicht mein Problem. Vielleicht guckt so irgendjemand. Halt einfach die Klappe. Die Dialoge sind echt ganz witzig, das stimmt. Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Weißt du, warum es meine Schuld ist? Er passt so gar nicht ins Setting. Endlich die Klappe. Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Aber ich kann mir schon mal die ganzen Zauber gar nicht merken, ey. Das ist das, was ich meine. Und jetzt stell mir vor, nächsten Abend spielst du wieder God of War. Hä? Steuerung wieder komplett anders. Jesse! Guck mal, so wie in. So stelle ich mir Jesse vor, bloß in dunkelblond. Und Jesse hat bestimmt
blaue Augen. Der ist ehrlich, gönnt 5 Elixier. Dankeschön. Was sagt Hans? Der ist ehrlich? Oh Mann, hier gegen was in Hell's Kitchen fast gemütlich. Der ist ehrlich. Danke für den Leon. Erstmal Level freischalten, wa? Genau, Slick. Muss sein. Coole Sache, finde ich. Haben sie echt ganz witzig hinbekommen. Trotzdem gehen sie alle. Wir kommen wieder so halb, so ein bisschen. Und alle gehen. Bin weder blond noch habe ich blaue Augen. Und Jesse, jetzt hast du eine Illusion zerstört. Dann siehst du aus wie unsere Freundin hier im Spiel. Ich bezweifle, dass du dahin durchschlüpfen kannst. Sag bloß. Shit, das bringt doch nix. Nu? Hat der Pisskübel dir etwas gemacht? Nein, nächstes Mal schwindel ich. Weißt du was, du aber. Nee, passt schon. Nie mehr zurück nach New York. New York. Bringt Weihnachtsmanner noch was oder lieber Manner nochmal? Ist egal. Das Weihnachtsmanner bringt leider nichts mehr extra. Die Weihnachtsbäume sind weg. Ich staune, dass die Weihnachtszauber überhaupt noch drin sind, weil selbst Russland ist, glaube ich, Weihnachten am 16. Januar ausgelaufen. Wir haben den 27. Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was? Sie brauchen Heißhunger. So? Guck doch, wie sie ist. Ahnung, was du meinst. 90, 60, 90 kommt hin, ja, oder? Auf deine Art gemacht, jetzt eben. Auf meine. War ich das etwa? Ich kenne nur Jessys Stimme. Wer ist da? Und ihr Xbox-Avatar. Und tu, was ich dir sage. Daraus bilden wir uns jetzt eine virtuelle Jessie. Was machen deine Beine? Back lieber nicht, wa? Back halt immer noch drin und deswegen. Ja. Ja, damals bis Weihnachten okay, ging, gab es diesen Weihnachtsbaum, den konnte man damit befüllen. Du. Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na, hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nein. Bitte nach dir. Wie geht's dir denn? Mir? Ach, das fragt lieber nicht nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch. Oh Gott, schon wieder OP. Jesse, ey. Kapitel 3 schon. Aber wie lange spielen wir jetzt? Eine Stunde? 24, anderthalb Stunden? Kapitel 3. Hat wahrscheinlich 100 Kapitel. Ach, man muss so. Wie hat Slick so schön gesagt? Man versucht zu überleben. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Da Pense, die hat sie da eingeschläfert, weil sie ist Helferin und Heilerin. Du meinst den Rat von Sipor? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Jessie, das Mädchen ist einfach aus der normalen Welt mitten aus New York. Hat sie diesen Armreif gefunden. Ihr ging es da echt beschissen. Sie hat die Katze jemand anderem gegeben und wollte dann schon fast Suizid machen. Und dann findet sie diesen Armreif, bindet ihn um und landet in, wie heißt das Land? Area? Wieso? Landet in diesem Fantasy-Reich. Voller Drachen und Mittelalter-Setting und kann auf einmal magische Fähigkeiten lernen. Und der Armreif, der ist fest an ihr dran und der spricht mit ihr. Daher die witzigen Dialoge. Und deswegen spricht sie halt auch so ein bisschen nicht mittelaltermäßig. Neues Spiel heute erschienen und wir gucken einfach mal rein. Ist nicht so unsers, aber da muss man ja mal, ne, gucken.
Athia heißt das Land übrigens. Die vier Reiche, Tantas und so. Jo, Open World. Von allem ein bisschen. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Ein bisschen ja. Elden Ring für Arme, ein bisschen Assassin's Creed, ein bisschen Spider-Man und vermutlich auch ein bisschen von Hogwarts. Wieso warst du überhaupt im Gericht? Grafisch überzeugst du leider nicht so sehr. Phasenweise ganz gut, phasenweise aber auch richtig schlimm. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. So, das war eine Kurzzusammenfassung für Jesse. Also, nach diesem Bruchshit. Sagen wir einfach der Passt auf mich auch im Moment, oh je. Mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Wir sind schon echt eine schräge Community, ne? Unter jedem Dach ein Ach, sage ich euch. Deswegen. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Älter, ja. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden. Gestern erschienen. Um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Sieht so schlimm aus. Also ich habe jetzt den Performance-Modus nicht... ich habe den Performance-Modus an und nicht den super-duper Grafik-Modus. Stellenweise sieht es echt ganz gut aus, stellenweise sieht es echt ein bisschen mau aus. Gerade hier so diese großen Flächen. Schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Gestern, genau. Ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Oh, wir werden schon vermisst. Aber FIFA war eigentlich okay heute, ne? 4-1, die Quali so nebenbei. Geh mir nachher so nochmal ein. War eigentlich ganz entspannt. Gute Idee. Plus der Teambau macht mir echt noch ein bisschen Kopfschmerzen. Formation zum Schluss war auch cool. Sie schätzt meine Ideen. Was muss ich jetzt machen? X? Lass dich nicht von den Wachen entdecken. Ich schleiche jetzt hinterher, oder was? Oh Mann, ich hasse Schleichspiele. Na... Klar wird das, wir Community glauben und denken an dich und drücken alle die Daumen, die wir haben. Jesse, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt, du weißt. Danke fürs Mana. Da kannst du natürlich auch das Custom Mana nehmen mit dem... Was hat unser... Mit dem Love oder so, das hat glaube ich auch 500, ne? Ach so, ich muss immer X drücken, wenn ich sie schicken will. Ah, okay. Da oben. Oh, da kommt wieder Scheiße. Kann er so weit gucken? Siehst du genau, Frank. Wusste ich doch, der hatte auch 500. Mana macht zumindest so viel Sinn. Müsst ihr mal gucken beim Space Quest. Also für mich bringt es ja aktuell nichts groß. Obwohl, das heißt, es bringt auch Trovo Points. Also diese Punkte, wisst ihr, nachdem man da leveln kann. Aber unsere Partner schaffen wir, glaube ich, ziemlich einfach. Das ist deswegen nicht so wild. Und Silber ist... lohnt den Aufwand nicht und ist auch nicht so schaffbar. Jetzt können wir meucheln von hinten, wenn der hier langkommt. Jetzt lernen wir bestimmt, wie man meuchelt. Nee, er geht wieder. Ich glaube 2000. Nee, wie viel? Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich habe Essen. Essen, ja, sie will die ganze Zeit schon essen. Ich mache immer, warte mal, 20 mal 100 sind. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. 2000. Ich glaube 2000 Mana. Vertraust du mir? Könnt ihr maximal pro Tag ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. In Erfahrungspunkte umwandeln, ne? Müsst ihr mal kontrollieren bei Space Quest. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender.
Speichert, folgt Odin. Also bisher freut mich, dass man recht geradlinig vorwärts kommt. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, als könnte ich es ja doch noch. Oder pennen welche? Die perpetzt mich nicht. Da ist eine Wache. Wie kann ich denn in die Hocke? Der guckt mich auch genau an. Ich laufe einfach hinter ihm lang. Ist das schlau? Ach so, das sind gar keine Wachen, oder wie? Ich blick's gerade nicht. Hier sind wir unter uns. Hast du es gefunden, Marcinio, mit dem Manne? Tochter von Robian und Callista Keen. Unten der Recht, der zweite Punkt von rechts. Dann auf Space Quest. Und dann guckst du mal, wie viel Mana du Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Schon gesammelt hast heute. Ich glaube, um eins setze ich das immer zurück, ne? Ja. Schon nach eins. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Kokos was? Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puff, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehopft wie gesprungen. Man kann nur 1000 am Tag sammeln. Naja, nun guckt ja nicht jeder. Hier jeden Tag. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also gibt's was zu futtern? Stimmt. Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Ach so, wegen Ace. Ich hab Ace, glaube ich. Du hast doch auch Ace. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel. Hm. Hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte. Dann gibt's 1,5 oder 1,4, sowas, ne? Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Das Apfelabbeißen sah jetzt richtig scheiße aus. Ein Drink. Hab jetzt 800 und bin am Anfang vom Sammeln hier. Nein, ich meine für den Space Level, Marcinio. Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Um bei der Space Quest alles abzuschließen, braucht man aber 3000, wenn ich... Zweite Regel beim Clown. Nie die Beute zurückgeben. Also ich gebe immer 20 Mal... Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Wie heißt der? Das ist wertloser Schrott. Diesen blauen Helm da. Es nichts wert ist. Warum kann ich's nicht haben? Den man immer geschenkt bekommt, einmal am Tag. Zieh ab! Da gebe ich immer 20... Und das sind, genau, 20 mal 100 sind dann die 2000, ja genau. Naja, also ich bin bei, weiß ich nicht, mindestens 20 deutschen Streamern bin ich hier nicht Abonnent, sondern Supporter, heißt es ja. Also ich habe dieses Leveln freigeschaltet. Und dann kannst du einmal am Tag draufklicken auf dessen Kanal und kriegst pro 100 Mana geschenkt. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Toraner sehr ausführlich. So hab ich schon immer 2000. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den... Ich hab hier noch... Doch, gibt 20 Deutsche. Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Also die meisten machen halt Multistream, ne? Streamen auf Twitch mit 2 Zuschauern und haben hier einen Zuschauer. Also es gibt halt ganz viele von. Slick und Marcinio, danke für den Sieg Nummer 13. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber die meisten sind halt echt nett und dann schnackt man mal kurz und lässt einen Follow da und. Okay, du kennst mich offenbar nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, Thomas Gummer, Wimland, Luna, Dragon, Player, Noob.
Lukas Klopphaus, Konsolenman, Novacrax, Pi mal Space, Real Bobby, Barblock, Ratzelan, Karkani, Berliner Egg, Shadowman, Osiman Stays, Stay. Akluma, bei Stay hole ich mir auch jeden Tag meine 100 Mana ab. Akluma, Tactic Crush, Dani Smith, Def K, King Gaming, ja, Neon Fox, Krausi TV, Tibo Tatsu. Brauchst du nur Tibo folgen? Nachtfalke, Axel, der Berliner, Tim Kalation, Tom Vapor, Misere Gaming. Das sind nur meine 20, 30. Da hole ich mir immer jeden Tag das Mana. Ui, wir haben uns gerade falsch verstanden. Nee, ist ja nicht schlimm. Du weißt jetzt, was ich meine? Also du rechts unten, rechts ist Zaubern und daneben der bunte Punkt. Wenn du da drauf klickst, dann gehen noch diese ganzen Spiele auf. Und da musst du mal auf Space Quest klicken. Und dann siehst du, wie viel Mana du am Tag, das ist das, diese 1000 oder 2000 hast du, glaube ich. Je nachdem, Abonnent hat 1000, 2000 und sonst, glaube ich, nur 1000 oder doppelt oder irgendwie so. Und da siehst du, wie viel du am Tag maximal Mana, wie viel das für dich Sinn macht, ne, um da zu leveln. No? Slick kennt bestimmt 50 deutsche Streamer. So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Wo müssen wir hin? Da oben. Läuft nur so langsam. Da komme ich nicht hoch. Ach so, kann ich hier meinen Move machen? Nee, wäre ein bisschen auffällig, ne? Die werden hochbeamen. Leute, wäre ich gleich geköpft. Als Hexe oder so, Scheiterhaufen. Aber ich habe jetzt meine Mission nicht verstanden. Aber ich glaube, da geht's hoch. Ich kann wieder laufen. Schön. Ja, ja, ja. Das sieht doch gut aus. Eben noch durch die New York geflitzt und jetzt war hier. Zieh dich im Raum um. Bücherei. Bild. Sind Sie das? Serie Game ist Lorma. Ja. Genau, Laura hat doch damals, als ich ihr das erzählt habe von Trovo, sie wusste ja gar nichts, hat sie sich doch gleich hier einen Account gemacht. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost. Ich folge ihr einfach und mache jeden Tag da meine zwei Emotes in den Chat und kriege meine 40 Punkte. Wenn sie irgendwann hierher kommt, bin ich schon Level 10. Damit ich vor dem Bruch sicher bin. Felix, Stream Felix denn aktuell? Ja, nee, nee, hier sowieso nicht. Ich glaube, auf Twitch war er neulich kurz. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Aber er muss ja nicht streamen, damit ich dieses 100 Begrüßungsbanner kriegst du ja auch, wenn die offline sind. Er war ein kluger Mann, allseits beliebt. Aber du musst halt diesen Supporter-Status haben. Also du musst einmal diese 5 Cent spenden. Oder 1 Cent, ein Elixier. Also ihr braucht es eigentlich nicht wirklich zu machen. Aber so komme ich immer an eine Menge Mana. Ich habe jetzt, glaube ich, 100.000 oder so. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Aber die laufen halt ab, diese... Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden. Wie heißen die nochmal, die kleinen Scheißer? Okay, ich hol also die Bücher. Die im Rucksack landen dir. Danach war's das dann für mich mit helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Stay safe, die meine ich. Ich habe jetzt 260 Stay Saves. Ich soll brennen? Und die laufen halt dann immer die nächsten schon wieder in 3 Tagen ab. Also man muss die immer auch wieder dann rausballern. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Und dann haue ich immer bei manchen 20 raus. Und level damit. Das sind gute Neuigkeiten. Du leistest Ethia einen bescheuert eigentlich, aber irgendwie auch witzig. Aber ich glaube, das wird richtig zäh, ne? Also ab Level 10 zieht sich. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Das war ein Fehler im Eingang. Zwischendurch habe ich fast allen entfolgt, weil mich die ganz benachrichtigt haben. Achso, mach doch einfach die Benachrichtigung. Ich habe die alle aus. Ich habe die Glocken überall aus. Also weil wenn ich Trovo gucken will, mache ich Trovo an und gucke, wer ist online. Benachrichtigung brauchst du nur bei mir, Frank. Ah ja, drauf, hoffentlich so blöd, wo steht Elixier ausgeben, live schauen, unten rechts Mana wirken. Genau. Das ist praktisch Space Quest. Das ist relativ neu, ich glaube seit November oder so. Und da kannst du halt diese 10, die da hinter deinem Bildchen steht. Das ist praktisch dein Stream-Level hier bei uns.
Und mit all dem levelst du jeden Tag. Aber es ist ein Maximum, ne? Genau. Ich muss irgendwann echt mal so ein Erklärvideo machen. Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lege dir saubere Kleidung raus. Danke. Ah, hier haben wir ein Restroom. Heiltränke können wir gebrauchen. Mal wieder 3 von 6. Hier könnten wir jetzt schlafen. Und uns refreshen. Genau, und dann siehst du ja, ob dein Mana-Balken könnte schon fast Mann, voll sein, ne? Tag. Das kommt mir alles so über 1000 schon gezaubert. Und doch ist es wahr. Schlaf jetzt. Und 1000 Mana bringen dann 10 Punkte oder so? Oder 20? Das Abenteuer. Gefängnisausbruch abgeschlossen. Ist schon wieder ein Kapitel? Und fette Kapitel-EP. Plus 120 und plus 10 Mana. Also bisher ist es echt seicht, ne? Man kommt hier. Es ist ab 18. Warum eigentlich ab 18? Ist übrigens die Österreich-Version für unsere österreichischen Freunde. Holzi und so. Schablone. Rob. Rob eigentlich. Wo sind unsere ganzen Trovo-Fans? Nicht hier, ey. Kannst du irgendwas mit den EP leveln? Wie ich? Mit euren EP oder wie? Die Frage verstehe ich jetzt nicht, Frank. Kannst du irgendwas... Ach so, hier im, eins im Spiel. Lull. Ja. Weil wir gerade bei dem Space Quest waren. Ja, sollten wir, ne? Zauber können wir lernen. Okay. Wo sind die Klamotten jetzt her? Cool. Zur Ausrüstung zählen alle Gegenstände, mit denen Frey sich ausstatten kann, um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü, um deine aktuelle Auswahl zu ändern. Einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Also schon ziemlich MMO-mäßig jetzt auch. Roleplay, Kapuzenumhang. Gewährt keine besonderen Vorteile, aber sitzt gut und ist strapazierfähig. Gucken gleich mal, was wir machen können mit den EP, ja. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Athias, damit du dich nicht verläufst. Hier, da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. So sieht er jetzt auch cooler aus. Oh Gott. Welt, Ordenskapuze. Kapitel. Oh, das ist so blöd. Nein, nur war, wo Tom gesagt hat, er macht nichts mehr vorübergehend, nicht mehr und bis er über Twitch gesagt hat, er macht hier wieder was und das ist so viel neu. So viel neu, echt, findest du? Ich glaube, es ist nur ungewohnt. So viel neu ist eigentlich nicht. Nochmals, danke. Tantas Segen. Dir auch, was immer das heißt. Andererseits finde ich es schön bei Trovo, dass schon immer ein bisschen was Neues auch passiert. Leider in letzter Zeit eben eher so, naja, Veränderungen, die nicht so positiv waren, was die Streamer angeht, aber... Irgendwie finde ich es immer noch ganz hübsch. Ich traue diesem ganzen Big-Thema nicht so richtig über den Weg. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei Mana hast du 26 von 40, genau. Hast eine neue Aufgabe, wenn du morgens aufstehst. Immer checken, wie viele Level-Punkte du noch frei hast. Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Aber Facebook ist komisch, oder? Wie poetisch. Also, so unter der Woche jetzt so... Ich meine, es waren in der Spitze... waren es, glaube ich... 65 Zuschauer für einen unangekündigten Unter-der-Woche-Stream. Eigentlich okay, aber es geht dann immer nach 2 Stunden so krass runter, ja?
Aber hey, ein Abo neu? Ich glaube, 350 Sterne und fast 4 Euro Werbung. Also lohnt sich eigentlich schon, mitlaufen zu lassen. Oh, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay. Wobei ich glaube, jetzt andere Spiele außer FIFA lohnen sich, glaube ich, eher nicht. Und da hätte ich halt Sorge, dass ich mir den Algo zerschieße für die Videos. Weißt du, dass dann jetzt die Pack-Videos keine Reichweite mehr kriegen. Dann mache ich lieber jetzt so hier, wie jetzt hier. Oh, Quests. Holde Maid, schenkt mir einen Moment. Und schneid so einen 2-Stunden-Trailer raus. Aber es guckt auf Facebook meist keiner, eher auf YouTube. Bitte, leit mir euer Ohr. Ich habe mit den Videos? Für euch. Also es läuft technisch noch, ja, aber es ist halt nicht mehr so krass wie früher, ja. Wohlan denn. Lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Aber ein, zwei Döner bleiben schon immer noch so übrig. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Ich mache euch mal echt eine Grafik von der Twitch, von den Twitch-Werbeeinnahmen. Das ist so unglaublich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Genau ab 1. Januar war immer so. Und dann auf. Heraufbeschworen, die Schreie seiner garstigen Bewohner. Ganz komisch. Ist die Döner ist wichtig, genau. Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Aber ja. Hey, Fabranon, da hast du nicht Unrecht. Wer ist sie denn? Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Okay. Ich verschwinde dann mal besser. Warte. Schade, dass ihr gehen müsst, Holde Maid. Doch die Zeit drängt. Auf. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung für wahr. Aber es gab 50 ja, Erfahrungspunkte. Was soll das bitte gewesen sein? Jetzt wollen wir aber mal gucken, wo ich Punkte ausgeben kann. Ich habe schon ganz vergessen. Ausrüstung. Ach so. Stopp. Stopp. Smi Edgön 10 Elixier. Dankeschön. Dank für den Hype. Schon wieder Arena. Gegen Level D Legendary Gamer. Danke, Frank. Magie. Da, guck mal. Stufe 4, 20, 126 bis zum Aufstieg. Aber wo sehe ich was, was kostet? 20 habe ich. Ich könnte jetzt hier was lernen. Ranke. Eine Eva-Ranke peitscht um euch herum und verursacht einen Umgebungsschaden. Ich könnte jetzt hier... Ist magische Pflanzen aus deinem Inneren hervorsprießen, die Gifte neutralisieren. Das braucht man bestimmt auch irgendwann. Kostet 12. Ich habe halt keinen Plan, was Sinn macht. Sprengschuss Stufe 2. Das macht Sinn. Den feiere ich ja, aber den, der braucht noch 38. Ich glaube, ich hebe erstmal auf, bevor ich mich verskille. Ja, deswegen irgendwie, ich finde auch mit dem Chat ist nicht so schlimm, oder? Irgendwas. Dass ich da manchmal... Facebook schreiben ja nicht so viele Leute. Buchstäblich eine lebende Enzyklopädie, wenn du noch an früher denkst. Weißt du was? Hab's mir anders überlegt. Aber hey, wenn selbst nur 20 dazu gucken, es kostet mich ja nichts, wenn das mitläuft. Verdammt. Mann, ey. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Kaffee raus? Ich weiß einen Weg. Wer bist du denn? Etwa nach? Nö, aber ich könnte dir helfen. Ich finde deine Schuhe cool. Dachte ich, sagt sie jetzt.
Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Die Schuhe. Komm, ich wette. Apfel? Vielleicht? Oh, nee, voll bescheiden. Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Alter, der Apfel ist so groß wie ihr Kopf. Folge mir. Jetzt will ich auch einen Apfel. Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Ich bin Olivia. Du bist Frey. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt hier. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen. War halt schwierig, weil man nicht gesehen hat, was die Twitcher so schrieben. Aber meinst das du, außer dich, dass es so den Durchschnitts-Facebook-Zuschauer interessiert? Glaube ich halt immer nicht so wirklich. Nein, nicht alles. Also bei dir verstehe ich es jetzt. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ja, man hat einen Kontext. Das ist eigentlich das, was mich beim Multistreamer eigentlich auch immer stört. Hier. Aber ich sag dann mal ganz brutal, wenn du dir wehtust. Die Facebooker können ja rüberkommen, weißt du? Aber du hast ja trotzdem so ein bisschen den Kontakt irgendwie. Okay, praktisch. Die, die es nicht stört, dass sie den Kontext nicht haben, die bleiben dann eben auf Facebook. Jetzt du. So denke ich immer. Immer muss ich, glaube ich, gar nicht zu viel die Köpfe von anderen zerbrechen. Der Weg zu Twitch oder Trovo steht ja eben offen. Gucke ich morgen, wenn ich es schaffe, habe gerade gehört. Sorry, gehört nicht hierher und will auch nicht, dass jemand deswegen kommt. Ich muss durch Jobs und aber hat meine Miete nicht mehr, muss aus der Wohnung raus. Was? Wieso ist sie zu groß? Aber wer hat dir etwas Salbenleim gegeben? Benutze die Werkbank, um einen Heiltrank herzustellen. Oh, ich glaube, es gibt auch eine Trophäe. Stelle deinen ersten Trank her. Als man nichts von mir hört, dass ich euch nicht mehr mag. Oh nee. Du fehlst aber dann schon. Du bist jetzt auch schon sowas wie Inventar. Vor allen Dingen in den Late-Night-Streams. Wenn Frank jetzt arbeiten müsste und du nicht da wärst, wäre ich hier ganz alleine. Oder? Jesse ist, glaube ich, auch schon wieder weg. Paddy war auch nur kurz da. Heiltrank kann hier gestellt werden. Aber da muss doch die Wohnung zu groß sein, oder? Medizinbeutelkapazität erhöhen kann jetzt hergestellt aufgewertet werden. Ohne Medizinbeutelkapazität. Aufwerten, herstellen. Ich kann aber jetzt gerade nichts auswählen, außer herstellen. Wir müssen den Heilstrang herstellen. Der kostet 2 Salbenleien. Frank, du hattest recht. Jesse ist noch da. Das war die der Check-Jesse. Beste Jesse. Auch schon Level 7, guck mal. Und ich wusste, dass es eine Trophäe gibt. Ich wusste es. 2, noch mehr kannst du davon nicht tragen. Okay. Aber ich würde natürlich gerne Medizinbeutelkapazität, dass du mehr Heiltränke tragen kannst. Dafür brauche ich einen Metallklumpen, den habe ich aber nicht. Und für Materialbeutel brauche ich eine Feder. Okay. Aber auf jeden Fall cool. Wir können jetzt aus Salbei Tränke herstellen. Profi, genau. Aber das war nicht sowieso etwas mit undichten Fenstern? Ist schon immer gut, wenn ein Mod da ist für so Experten wie Meinecke oder wie er heißt. Meinecke? Tim Meinecke? Ist das dieser Koch? Facebook wenig Trolle, die Leute, ne? Und schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Und heute außer ja, Willi, die Sterne kamen alle von wildfremden Menschen. Also es ist so, als wenn Facebook wieder Gratis-Sterne sieht doch nützlich aus. Gönnt. Wobei der eine hatte 150 sogar gegönnt. Nutze sie doch, um deinen Umgang zu verbessern. Also ich beobachte sowas halt immer sehr neugierig. Aufwerten. Oh, Alter. So, Umhang.
Was sollen wir jetzt machen? Einen Bohrenstein. Drei Effekte kann ich hinzufügen. Trefferpunkte. Kritische Treffer verstärken. Ich mache lieber Trefferpunkte. Ich brauche immer viel Leben. Kann ich jetzt gleich drei Sachen machen? Verteidigung plus 5 nehmen wir auch mit. Eigentlich haben wir so viel Salben leihen. Jetzt haben wir 3 Aufwertungen. Cool. Mehr Gegenstände haben wir auch gar nicht. Du kannst alle möglichen Fertigkeitsmaterialien finden, indem du die Welt erkundest. Wenn du genug davon sammelst, kannst du damit neue Gegenstände herstellen und deine Aufrüstung verbessern. 70 war meine WG und wurde im Stich gelassen. Meine Mitbewohner ist nach Österreich und hat mich mit allem allein gelassen. Ich hab was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein. Nicht mein Handy. Und wer du klaust, ja, das mit Vater und Oma weiß ich, das ist ja schon immer echt Verantwortung genug, ja. Freunden? Da kannst du bei keinem von beiden einziehen, vermutlich. Ja, tja, als Freundin. Benedikt Meinecke, der war der meines so einen komischen Satz reingeschrieben. Wow. Was ist das? Ach so, ja. Ja, Benedikt. Das ist eine Stiftlampe und nein, ich bin keine Tante. Er ist, glaube ich, auf Twitch Sub, war lange mal auf Facebook und jetzt nicht mehr. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Oder ich verwechsel den, es gibt, glaube ich, noch einen Benedikt. Und mit dem beschützten sie früher unser Land. Oder es bezahlt, und mir war ich gehabt. Jetzt ist der 2-Jahres-Vertrag raus und Jobcenter sagt nein. Boah, das ist so übel, ey. Hör zu. Nach meiner Erfahrung. Und jetzt musst du auf eigene Kosten einen Umzug finanzieren. Das müssen die, das verstehe ich halt immer nicht. Das muss dem Jobcenter doch auch klar sein. Oh doch. Keine Sorge. Okay, tja, ich muss weiter. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun, steig erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Danke. Ich, wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Jetzt ist das Kind wieder voll unscharf. Die Haare sehen jetzt auch gar nicht mehr gut aus. Irgendwie ist, so, das war die Werkbank. Müssen wir jetzt mit den allen quatschen? Ist hier unsere Freundin, ne? Mit dir. Du bist die Entflohene. Bitte, ich flehe dich an. Bitte tu den Kindern nichts. Ist die doof? Ich tu doch Kindern nichts. Ein Teich. Fast schon malerisch. Eine Katze. Wer damit waschen? Eine Katze. Zum Glück sagt sie auch. Katzen auch in Earth her. Wo will sie hin? Die will uns was zeigen. Immer der Katze nach. Verfolge der Katze. Abstecher. Oh, Nebenquest. Ich glaube fast, die Katze möchte das wieder folgen. Und eine Nebenquest. Jetzt haben wir noch ein bisschen, wie hieß dieses Spiel, wo man eine Katze spielt? Auch noch davon Elemente mit drin. Naja, nicht wirklich, aber ich meine, es ist eine Katze. Was ist das? Was willst du uns hier zeigen? Den Beutel. Oh, was war da drin? Hüppchen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Trophäe, wenn man alle Puppen findet. Diese Holzpuppen waren einst eine alltägliche Anblick in Asia, sind heute aber ziemlich selten, ganze Generationen. Jedes Püppchen hat den. Blablabla, es gibt ja noch niemanden, der schnitzt. Mhm. Okay.
Hüppchen, kostbare handgeschnitzte Puppen. Vielleicht gibt es jemanden draußen, der bereit ist, sie gegen Waren einzutauschen. Für mich? Oh, das ist ja lieb. Abgeschlossen. Das war's? Die Häuser hier sind ziemlich runtergekommen. Könnten wir die irgendwie. Hüppchen 1 von 9. Die noch eine Quest? Du bist nicht Homer? Aber süß. Es gibt 2 Benedikt und 2 Meinecke. Ach so, oh Gott. Was sie finde ich neu. Ich hatte einen Massage Stefan Sterne geschickt. Das ist mein Torwart drin aus der Fußbühne. Nee, jetzt ehrlich. Aber Massage Stefan gibt es bestimmt hunderte, oder? Er hat Sterne geschickt auf Facebook. Hatte ich aber nicht erkannt. Du bist nicht Homer, aber süß. Ich sag dir, es gibt wieder, ich glaube echt gratis. Wir waren wahrscheinlich so lange jetzt nicht mehr, 4 Monate nicht mehr live auf Facebook, dass die wieder gratis Sterne schicken. Aber ey, guck mal, er zeigt doch an eine Quest, aber wenn ich Dreieck drücke, streichelt sie nur. Du bist nicht Homer, aber süß. Du bist nicht Homer, aber süß. Dann gehe ich jetzt einfach. Oder es gibt eine Trophäe, streichel 100 Mal die Katze. Könnte da einziehen, aber hab da mal gewohnt bei Oma, schlafen auf der Couch bei Oma, nur wenn ich da wohne, habe keine Freiheit mehr. Alte Leute halt, muss dann alles machen, auch wenn ich es nämlich gleich vor Ort. Hat sie nur ein Zimmer, Wohnung oder so? Ist dann natürlich, ja, das ist natürlich dann doof. Noch nicht verlassen oder noch nicht? Kann ich hier nochmal zurückkommen? Warte mal, müssen wir nochmal Map checken? Können wir hier noch irgendwas machen? Bestimmt 1 Million Nebenquests. Ressourcen, Heiltrank, Püppchen. Okay, unser Almanach wächst. Gegner, Wache. Die Welt, Müllhalde. Tutorials. Uff. Aber ist schon. Also hatte schon. Unzugänglichere Menüs, Tatsache. Aber wo ist die Map L1-Karte? So, jetzt werden wir mal die Map checken. Da ist ein Fragezeichen. Event. Hier ist Markierung setzen. Kippal. Da ist auch ein Event. Heißt jetzt so viel wahrscheinlich wie Quest. Schatztruhe. Uff. Aber ist es nicht alles voller Wachen hier und voll anstrengend? Wir gehen mal zu dem Event vielleicht. Nochmal gucken. 125 Meter ist jetzt nicht so weit. Angesetzt als Jobcenter, wo ich eingeladen hatte, jemand dafür den Job bei einer Zeitarbeit wurde abgelehnt aufgrund meiner Krankheit, dann ist halt so. Das Mittelpunkt da, ich bin nicht gleich vor Ort. So, wenn ich jetzt so umstehe, dann finde ich mies und der neue Monat fängt an, aber am Ende wird alles gut. Schwierig. Die haben hier echt. Hat der, den ich meinen Festpunkt vorne und der wurde mir damals schon immer angezeigt. Was? Ach so. Was immer das bedeutet. Ja, ja, das, wenn Freunde zugucken, zeigt das Facebook an. Dafür war und mitnichten sagen. Ja, es ist schon irgendwie gar nicht so unwitzig immer. Facebook. Oh. Grüß dich. Grüß dich. Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gesichter. Sag, wo kommst du denn her? Okay, der wollte. Jetzt will doch noch weiter quatschen. Das verstehe ich nicht, wenn man. Wir gehen einfach hier mal zum Event. Hey, du. Oh, der hat Püppchen. Meinst du etwa mich? Upsi. Upsi. Was hast du denn da? Ach, das? Wie wär's mit einem Tauschgeschäft? Wenn es dir gelingt, entziehbar genug Püppchen zu finden, kannst du sie beim Händler gegen besondere Gegenstände. Aber der Counter zählt weiter, oder?
Metallklumpen. Den Metallklumpen brauchte ich für die Taschenerweiterung, oder? Danke, meine Sammlung ist ganz schön gewachsen. Komm bald wieder. Aber er merkt sich, dass ich die hatte, ne? Das war jetzt eine Quest. Okay, dann können wir hinten auch noch hingehen. Wollen wir die Quest wenigstens machen. Wenn das mal schon raus ist, ja, und das ist eine Woche. Ach, wie zu Ende Januar? Das sind 4 Tage. Außer ein Haus, Reihenhäuser sind in der Straße, weil Oma ist nicht so groß, das Haus. Manche sagen dazu Hexenhaus. Ja, okay, kleines Reihenhaus bei Oma ist doch eigentlich, oder? Ich meine, wenn du dich sowieso um sie kümmerst und betreust und pflegst. Ich verstehe, das ist jetzt... Wie alt bist du jetzt? 30? Ich weiß es nicht genau. Kann denn Oma von ihrer Rente leben und so? Aber ich sehe das vielleicht jetzt falsch. Ich würde mich halt freuen. Ich habe meine Oma halt viel zu früh verloren. Aber also wenn man ein eigenes Zimmer hätte und so, wäre das vielleicht schon irgendwie ganz okay, oder? Aber naja, es ist trotzdem natürlich schon, du hast schon recht. Du bist dann halt ständig da, ne? Du musst immer parat stehen. Naja, ist schon schwer. Die Xenos-Gilde, da soll ich hin? Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Ah, endlich kann ich wieder zaubern. Das sind die Pflanzenteile. Alles klar. Endlich wieder Action. Oh, hier ist was. Stopp. Edelstein. Was sind das denn für Dinger? Wie gefunden, ne? Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Nennen sie Zombies. Ey, auf ein Zombie-Game hätte ich ja auch mal wieder Lust. Besiege den Gegner. Also damit, dass hier draußen noch niemand weit gekommen ist. Das erklärt, warum die Leute in Zipol lieber in den Mauern bleiben. Und so viele sind echt Zombies. Dann habe ich ja jetzt mein Zombie-Game. Scheiße, jetzt kommen die alle. Oh, haben die denn... Warum geht jetzt L2 nicht? Bereit? Manchmal macht sie immer noch am Ende so einen Finisher. Ach, der lädt auf. Okay. Ja gut, die sind ja easy. Der droppt sogar was hier. Schillerkern. Ah, deswegen, ich muss den immer noch zielen. Bereit? Oh. Den Otto da noch und dann haben wir sie. Easy, Kampfwertung. Deine Aktionen werden evaluiert und am Ende kommst du eine Wertung. Je höher deine Wertung, desto mehr Gegenstände. Okay. 21 EP. Keine Gegenstände. Ich war scheiße.
könnte passieren, weil du musst ja in meiner Wohngesellschaft sagen, wohnen jetzt ohne Vertrag, das drin ist im Dezember ausgelaufen, die wissen meine Situation. Musst dich nur erschrecken. Ich weiß immer noch nicht, Jesse, ob ich immer noch zwei, die ich echt Bock hätte. Das ist dieses, hast du das Resident Evil Village? Das habe ich immer noch nicht richtig und Dying Light 2. Jesse, welches würdest du spielen? Ich weiß nicht. Resident Evil habe ich schon mal angefangen. Dying Light 2 kenne ich nur Teil 1. Das ist immer so ein bisschen nervig, da nachts und tags und dann immer über diese Häuser-Parcours da hüpfen und irgendwie Sachen sammeln. Eigentlich nicht so meins. Oh no, falsch! Das ist ja eigentlich ein bisschen wie Call of Duty. Oh, die sind ein bisschen dicker, kann das sein? Was macht dieser Pflanzenzauber eigentlich? Nicht, was du mit dieser lächerlichen Übertreibung bezweckst. Was macht diese Pflanze eigentlich? Ich kenne meinen eigenen Zauber nicht. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du nie einen Treffer. Samus, Boonspop, hi. Evil findest du spannender? Da hinten leuchtet irgendwas. Ach, das nenne ich Glück. Steine. Dionit. Und einen Porenstein. Also wir müssen jeden Quatsch sammeln hier. Zum Craften. Und hier gibt es eine Schatztruhe. Kleines Nickerchen. Metallklumpen. Das ist schon cool. Aber kann ich hier Nickerchen machen? Da ist eine Quest schon wieder und da ist auch eine Quest. Kilometer entfernt. Und die Kisten, muss ich die auch kaputt machen? Hier ist nichts. Sollen wir vielleicht lieber kehrt machen? Okay. Weiß nicht. Wäre doof aufzugeben, bevor wir wenigstens irgendwas. Samo kann irgendwie doch nicht schlafen. Bis jetzt in Ark. Ark war ich auch noch nie, habe ich noch nie gespielt. Ich ab und zu kurz rein. Es schaut immer grafisch, schaut auch ganz hübsch aus, ne? Ja, ist, ich glaube ich, echt selten, dass da was drin ist. Vielleicht. Aber egal. Gut machen ist immer gut. Schütt Diablo vor Freude. Oh, da bin ich ja echt gespannt. Im Juni soll das kommen, ne? Aber so jetzt schaut es wieder eigentlich ganz hübsch aus, ne? Jetzt ist die Grafik eigentlich wieder... der Turm sieht jetzt da wieder komisch aus. Aber wenn du hier lang guckst, die Mauern und so, Weitblick. Wasser sieht scheiße aus. Wasser nix gut. Das für Dinger? Mana-Quellen. Es gibt auf der Welt die Mana-Quellen. Dort sprudelt die Macht. Aha. Wenn du sie findest und dich ihnen näherst, erhältst du etwas, womit du deine Fähigkeiten weiterentwickeln kannst. Mana. Ja, nice. Ach so, wie ein Punkt? Lull, wir waren da bei 20, ne? Was ist das für ein Spiel? Das ist das heute oder gestern erschienene Forspoken. Forspoken, ja. Nicht so mega Kritiken, aber wir schauen heute mal rein. Erste Mal angespielt. Ist okay. Oh, das ist eine fette Mana-Quelle, würde ich sagen. Nee, ein Segensborn.
Dass an diesen heiligen Orten schlafende magische Kräfte gewinnen. Eventuell erlernst du den einen oder anderen Zauber. Aha. Ja, es ist weitestgehend ein Rollenspiel. Du Singleplayer-Rollenspiel. Du landest halt. Mit Vertraut kann ich gut leben. Das Mädel ist aus New York in so eine Fantasy-Welt gebeamt worden von ihrem Armband, was sie gefunden hat. Und will jetzt natürlich wieder in ihre normale Welt zurück und lernt hier jetzt im Mittelalter-Setting magische Kämpfe und Crafting und Sachen suchen. Also von allem so ein bisschen. Eigentlich ganz cool gemacht. Müsste das Wohnzimmer nehmen, aber da muss sie durch, um in den Garten zu kommen. Oder dass ich anders mal reden hilft. Ja, weiß ich doch. Dafür sind doch gerade hier unsere Chill-Streams auf Trovo völlig geeignet. Stoße dich mit beiden Beinen von einer Mauer ab, um höher zu kommen. Ah, das ist, was ich vorhin wollte. Das möchte ich haben. Ein Satz. Habe ich das jetzt? Nee, doch. Das habe ich jetzt durch den Brunnen gelernt. Wahrscheinlich brauche ich das auch, wenn ich da hoch... Oh, schon wieder eine Trophäe. Jede Trophäe gibt es ein kleines Stück. Mehr Macht ist immer erstrebenswert. Klingt der Stream euch auch? Nee, läuft flüssig. War wieder dein Handy, Marc. Das ist schon die fünfte, zählst du mit? Oder war es zufällig? Könnte sein, oder? Bett ist gleich alle. Ah. Fünf, ja. 7% schon, geil. Ich habe mitgezählt, Tatsache, ja. Ich habe kontrolliert. Ohne Love. Achso, nee, wir haben noch gar nicht... Elixier. Uns 30 gleich? Haben wir jemand Aktives? Oh ja, 500. Deswegen. Schade finde ich ein bisschen, dass sie das rausgenommen haben, dass die Unterstützer der Arena... Du wirst so geistesabwesend. Früher gab es doch da was, ne? Nichts Dolles, aber ein bisschen. Okay, Doppelsprung. Da ist der Mario, Doppeljump. Pilgerzufluchten sind Orte. An diesen Orten kannst du Rast einlegen, Trefferpunkte wiederherstellen und craften. Bereits besuchte Pilgerzufluchten werden auf der Karte eingetragen. Jo, Dankeschön für den Tetris. Hab gerade nur von Tom gehört, Wohnzimmer gehen, hab dann halt keine Privatsphäre mehr. Ah, ich war baden. Ist Oma zu mit dir in die Wanne gekommen? Nee. Ich kann es so schwer einschätzen, obwohl ich hatte eine Großtante zum Schluss noch, die war wie eine Oma so ein bisschen. Ja, aber wenn man die jeden Tag, dann, ja, nee, ist schon schwierig, glaube ich. Was ist für ein Klops da? Halleluja. Mach einen Bogen um niedliche Tierchen. Und du bist dafür weniger penetrant und nervtötend, okay? Also Weitsicht, penetrant und wenn es jetzt nicht absichtliche Wolken oder Nebel sind. Fühl dich ruhig angesprochen. Schwierig, da habe ich echt schon. Was bewegt sich? Es sollen wohl Wolken sein, aber. Naja. Da ist eine Quest, da ist das Pilgerhaus. Was ich ganz gut finde, ist Tatsache die Musik. Die ist zwar präsent, aber nicht momentan noch nicht so nervig.
Kann ich die Karte zoomen? Nee. Doch, L2, R2. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was, das habe ich alles schon... Hier war ich schon überall. Ich krieg gerade so Assassin's Creed Vibes. Oder Far Cry. Endlos große Maps. Oh, Scheiße. Weil diese Maps, also Fragezeichen auf Maps abarbeiten. Ah, schwierig. Gibt einfach zu viel, so eine Schatztruhe. Ist das weit? Wollen wir eine Schatztruhe holen? Das scheint mir erstmal am entspanntesten. Markierung setzen, wir üben mal. 200 Meter, das sieht glaube ich größer aus als es ist. Eben Oma wegen den Garten, die ist am 97 geworden. 97 ist natürlich krass, ja. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ich will doch nur zu der Schatztruhe. Oh, hier guck mal, aber es macht Sinn. Etwas gefunden. Jede Menge Salbei. Ah, Radar war jetzt. Ich glaube, ich habe mich an den Geschmack gewöhnt. Oh, jetzt habe ich einen Heiltrank gewastet. Das ist der Radar. Was ist denn da? Ach, Feind, okay. Mehrere. Was macht dieser Blütenzauber nochmal? Vorsicht! Na also! Hasta la vista, Baby! Hasta la vista, Baby! Was hat das bitte mit Schächten zu tun? Schicht im Schacht. Du hast eben keinen Peil von guten Schächten. Rang D. Ah, jetzt gab's das Kampfrating. Na gut, was ist da oben? Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Oh, noch einer. Ich könnte helfen, etwas zurückzutreten. Stimmt. Oh, noch einer. Alles klar. Diese Balken und so, ja gut, irgendwie muss man es ja machen, aber. Ab damit. Sieht halt nicht so stylisch aus. Danke fürs Mana. Wo kam das jetzt her? Oh, da ist ja noch einer. Unfähig war, hat sicher dazu beigetragen. Frech. Ja, es ist so blass hier alles. Du bist nicht unbesiegbar. Denk daran. Erzähl mir mal was Neues. Ha! Was? Es klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Bitte sehr. Volltreffer. Die schießt auch auf den, ne? Genau. Tut alles weh. Kurze Pause. Pflanze ist cool, die schießt automatisch auf Gegner. Ach ja, also irgendwie ist es schon nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch... Da hinten sind so eine Magie-Dinger, ne? Gehen wir da hoch? Sag nicht, wir müssen da außen rum. Was machen diese Teile? Nix. Kommen wir hier hoch? Ich kann nur einmal den Doppeljump nutzen. Ah, Marcinio, danke fürs Mana. Jessie auch, dankeschön. Gerne, jetzt habe ich die 40 voll. Siehst du, jetzt hast du Prinzip verstanden. Nur weißt du Bescheid. Oh, war ja Höhle. Oh, Mana. Oh. Ich habe noch reichlich Puste. Hochmut kommt stets vor dem Fall. Glaub mir, ich bin noch lange nicht platt.
Da oben ist aber nichts, nee. Aber irgendwie muss ich da hochkommen. Da ist doch irgendwas. Da ist doch die Schatztruhe. Oder ist die in der Burg? Nee. Da, auf dem Steinding. Oh, ich kann die Map sogar drehen. Also, das ist schon cool. Ein rauszoomen. Winkel verändern. Ist wie, die Steuerung ist wie bei der FIFA-Zeitlupe übrigens. Sehr intuitiv. Oh, vielleicht muss man hier von ganz hinten. Oh, nee, oder? Was ist hier? Monument der Stärke. Werteerhöhung. Wird man vielleicht lieber dahin gehen. Schatz, bin ich zu doof. So, und fürs Zuschauen gibt es, glaube ich, 200. Oh, die 100.000er Rune. Geil. Frank, oder? Boom, Chakalaka. Ich kapier's nicht. Du kannst dich strecken und hin und her bewegen, aber einfach loslassen kannst ja, du die nicht? Kamen nicht schlecht. Beim Gegner war tatsächlich ein bisschen Bewegung. Haben wir Schwein gehabt. Der Teil, mit dem ich an die Hänge ist, äußerst gut befestigt. Ach, dann verbiegst du dich quasi nur, wenn du dein Ding machst, oder wie? Monumente sind heilige Steine, in denen die Tane Tantas einst einen Teil ihrer Kräfte speichern. Sie wurden vom Bruch besudelt, aber wenn es dir gelingt, sie von dessen verderblichem Einfluss zu befreien, kann frei stärker werden. Es gibt verschiedene Arten von Monumenten. Akune Beste, ey. Die scheppert so rein. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Dadurch haben sie Arena wieder ein bisschen aufgepoppt. Wobei, die ist schon bald wieder vorbei, die Saison, ne? Zeit verfliegt. Harry Potter, ja. Schon vorbestellt. Es wird ähnlich sein. Es wird diesem hier sehr ähnlich sein, Jesse, glaube ich. Es hat halt das Potter-Universum, ne? Das ist halt der große Bonus. Kling! Alter, geiles Spiel. 6 Trophäen in 2 Stunden. So muss das. Weiß ich noch nicht, Jesse, euch vorhin erzählt. Dass mich Hertha so triggert, dass ich echt nicht weiß, ob ich hingehe. Ich bin schon Dienstag zum Glück nicht gegangen, weil ich wusste, dass es scheiße wird. Irgendwie wusste ich's. Aber selbst die Jungs, also die Patenkids, sagen jetzt auch schon, ich weiß nicht, gar keinen Bock und wieder auf die Fresse kriegen und wieder von den Unionern verhöhnt werden und so. Ich weiß auch nicht. Was meinst du, wozu die gebaut wurden? Zudem war ich ja auch noch nicht so ganz fit und dachte mir, ey, wenn du da nachts halb Leute im Stadion bei 0 Grad. Ich muss mal gucken, wie das Wetter wird und so. Und dann fährst du hier ewig hin, weißt ja, wie voll es wird. Stehst wieder ewig im Stau dann danach, frustriert und so. Ich weiß es noch nicht. Ich war noch nicht in diesem Ding. Muss ich das eigentlich entdecken da noch? Nicht, dass wir die Bude da besuchen müssen, wenigstens. Einmal. Oh. Etwas gefunden. Die Laufanimation ist trotzdem cool. Soll jetzt hier das Olympia-Game. Könnte sich da eine Scheibe abschneiden? Sie läuft echt gut. Ach, guck mal, dieses Helle und dieser Nebel, das soll einfach über die verschwommenen Konturen hinwegtäuschen. Wenn man sich den Bruch als Meer vorstellt. Schade. Ja. Bei Potter soll die Grafik wohl ziemlich gut überzeugen bisher. Schneller Ortswechsel im Menü. Unter Karte kannst du schnell zurück nach Zipal oder zu jeder das sind Flugpunkte sozusagen. Transport. Ups. Das ist natürlich cool.
Ja, und was sie hinter der Tür erblickte, hätte sie sich im Traum nicht ausmalen können. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müsste ich doch diesen Beutel aufwerten können, oder? Das war bei Herstellen. Ah, guck. Weil wir Metallklumpen haben. Den ersten haben wir schon bekommen für die Holzpuppe, die wir verkauft haben. Aber ich kümmere mich mal noch um ihren Sohn, meinen Vater. Hab zuerst noch eine Schwester, wird dann alles zu kompliziert. Mein Vater hat eine Spastik in den Beinen, kann nicht mehr laufen. Meine Oma macht jeden Tag Essen für ihn. Mit 97, oh Gott. Und wo wohnt dein Vater denn? Auch bei ihr, ja? Gut wie einen schlechten, ja, aber ich muss ganz ruhig sein, weil mein Gott, bis er mich schon sehr lange nicht mehr. Ja, irgendwie schon, hast du ja recht. Ich glaube auch schon, guck mal, es ist einmal im Jahr Derby zu Hause. Ich glaube eigentlich schon so, ich sag mal 70% gehe ich wohl. Kann ich nochmal? What? Ich kann gleich auf 8 Tränke gehen, das ist krass, das hat bei Elden Ring ewig gedauert. Komm, wir pennen mal eine Runde hier. Die wohnen beide noch zusammen. Achso, dann wärt ihr zu dritt. Aber wäre doch lustig, die ganze Familie unter einem Dach. Auch schön eigentlich, aber naja, gut. Bist du wach? Natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Leider. Oh, war ja schwierig. Dann verstehe ich halt, dass wir dich hier schon also positiv ablenken. Ja, vor uns liegt noch ein weiter Weg. Ja, Spaß. Oh, war ja halb vier. Mädels, Jungs, wisst ihr, wie spät es ist? Ich glaube, ich mache es jetzt hier der Püppi gleich. Es ist 20 nach 3. Auf Weiher. Ich glaube, wir gehen hier mit ihr schlafen. Also getrennt natürlich. Aber das ist doch cool. Das war ein Zeichen hier. Jo, aber war mal ganz witzig. Weil dann habe ich auch einen... Oh, jetzt bin ich schon bei 2,5 Stunden. Jetzt muss ich 2,5 Stunden rausschneiden. Oder ich mache 2 Teile draus. Oder ich krank bin und ich meine, ich will mich nicht anrufen. Schlimmer als sich beim Chef krank zu melden. Ach so, weil sie dann auch auf sich alleine gestellt sind, ne? Venom, ja, mach mal, damit ich nicht doof sterbe. Ah, die Vollmacht dafür, Vorsorgevollmacht. Oh ja, das ist schwer. Die Entscheidung möchte ich auch nicht treffen. Marcinho, meld dich, wenn was ist, ne? Wenn du Hilfe brauchst oder was zum Reden. Community ist immer da. Discord musst du noch üben. Mäßig. Dankeschön an alle fürs Zugucken bei Forspoken. Kapitel 1 bis 3. Und wir sehen uns morgen im alten FIFA-Trott. Danke für die Manas und Elixiers. Und schlaf gut. Spät genug jetzt, 3:30, Mensch. Also. Ach, danke fürs Zuhören. Immer gerne. Pissi, schlaf gut. Marc und Frank und wer noch da ist. Und alle Lurker. Ey, es passt ja wie Faust aufs Auge. Nehmen wir auch noch den Sieg mit. Dankeschön. Perfektes Timing. Marcinho, danke fürs Gears.